Verstappen profitiert wieder mal von einer miserablen Ferrari-Strategie. Mercedes hat so gut wie alles richtig gemacht und ja, es ging drunter und drüber. Bei einem zugegebenermaßen unnormal spektakulären großen Preis von Ungarn. Wir gehen gleich mal direkt beim Starten, den konnte sich Pole-Setter George Russell gut, er hat gut gestartet, ist besser weggekommen, liegt vielleicht auch an dem Reifenunterschied, er hat sich für Rot entschieden, wie auch Checo Perez und Max Verstappen. Warum ist das Rot so wichtig? Weil die Fahrer mit dem roten Reifen auch ein bisschen darauf spekuliert haben, ob es nicht regnen könnte. Hat es leider, ja, getröpfelt, das ist leider nicht mal auf der Strecke angekommen, glaube ich, war schon wieder verdunstet, also der Regen war leider aus, obwohl eine 70%ige Wahrscheinlichkeit war. Und ja, die Ferrari haben sich ein bisschen die ersten Runden die Zähne ausgebissen an George Russell, denn seine Pace war ein bisschen schneller mit dem roten Reifen, ist auch klar. Hamilton einen guten Start, die Alpine sind von Start an aufgefallen, dass sie einfach, ja, kein Grip, kein, da war nicht viel da, leider. Gehen wir zum nächsten. Und der, da hing schon mal ein Teilchen von dem Albon, der hatte nämlich eine Kollision in Runde Nummer 1 und ja, man hat dann noch gesagt, ab der ersten Runde war für Williams eigentlich das Rennen vorbei. So, Verstappen hat dann angefangen, sich durchzukämpfen. Die Alpine haben sich nicht stark gewehrt, Reifenunterschied, und ich denke auch, die waren eher so, sich vielleicht mit Lando Norris, weil ja die mit McLaren ein bisschen im Clinch sind, aber auch vielleicht auf Mercedes zu hoffen. Aber ja, beide Alpine haben beide Red Bull einfach, ja, durchgewunken, will ich nicht sagen, aber kampflos überholen lassen. Dann ging es weiter, hier auch der zweite Alpine. Und ja, Hamilton hatte auch eine ordentliche Aufholjagd. Also ja, hier sehen wir auch schon Max Verstappen. Hamilton war nach dem Start 5. Platz, hat sich auch ein bisschen an Lando Norris die Zähne ausgebissen. Bis zur 12. Runde gedauert, bis er ihn dann mal, ja, hatte und überholen konnte. Dann ging es auch los, die roten Reifen waren klar, dass sie nicht so lange halten werden. Runde 17 ist dann George Russell reingekommen, gelbe Reifen, hat dann eigentlich schon alles abgeschlossen gehabt. Und ja, da war auch das Problem der Ferraris, weil ja die mit Gelb gestartet sind, mussten die entweder auf Rot oder auf Weiß gehen, und das war leider das große Problem, weil die mit Rot gestartet sind, sind fast so lang gefahren, wie die mit Gelb gestartet sind, und das war halt dann das Problem, weil man entweder auf Weiß und Rot wechseln musste, und das war auch der Knickpunkt von Leclerc, da gehen wir aber später nochmal dazu. Auch perfekt getimt wieder mal, die Ferrari-Crew war gestern on fire, muss man sagen. Alle vier Boxenstops, die beiden Fahrer gemacht haben, verkackt. Dann auch natürlich durch den miserablen Boxenstopp von, keine Ahnung, über 4 Sekunden Standzeit, ist dann natürlich George Russell wieder durchgerutscht. Hat man sich anders erwartet bei Carlos Sainz. Eine Runde später kam dann Leclerc. Immerhin ist er vor dem Teamkollegen rausgekommen, aber auch weil da der Boxenstopp nicht funktioniert hat, gute 2 Sekunden verloren, ist man da auch wieder zurückgefallen. Das kann einfach nicht sein. Salala. Ich glaube, das Überholmanöver über des Tages kam in Runde 25. Die beiden Alpinen, die ja mittlerweile auf den weißen Reifen unterwegs waren und einfach wie auf Glatteis unterwegs waren. Die haben auch gesagt, der Grip war einfach nicht da. Und ja, beide Alpinen haben sich da gefightet und dann kommt einfach Daniel Ricciardo, schießt da in der Mitte durch und hat ein traumhaftes Überholmanöver wirklich hingelegt. Ein Traum von, cool getimed, cool überholt und wirklich maßlos, sauber, aber war natürlich auch gelb auf weiß. Dann kam auch der erste Angriff von Charles Leclerc an George Russell, der war natürlich jetzt dahinter, und das war der Führungswechsel in Runde Nummer 31. Man dachte, okay, Leclerc kann das jetzt gut managen, er ist auch weggekommen von George Russell und hatte an sich auch eine sehr, sehr gute Pace. Dreher von Tsunoda, keine Ahnung, was der gemacht hat. Also der ist mit roten Reifen aus Kurve 6, 7 rausgekommen, einfach weggedreht, zu früh aufs Gas oder so, keine Ahnung. Doch dann, glaube ich, kam so in Runde 39, 40, eine Fehlentscheidung von Ferrari. Also ja, ich denke mal, es war von Beginn an, man hat da sich für die falsche Strategie entschieden. Man hat Charles Leclerc natürlich mit den gelben starten, also genauso wie Carlos Sainz, man hätte das mal splitten sollen, und man hat Charles Leclerc dann auf weiß geschickt, und die arbeiteten einfach nicht. Man hat die Reifen nicht ins Arbeitsfenster gebracht. Also Leclerc hat sich da wirklich den Arsch abgefahren, auf Deutsch gesagt, hat es aber nicht geschafft,
Verstappen hinten zu halten. Er war natürlich mit Gelb um einiges schneller und ja, es war natürlich blöd. Dann Fehler von Verstappen in Runde Nummer 42, die ihn auch zum Ausrasten gebracht hat. Denn wenn man wieder Motorverschleiß und so weiter bekommen hat, ja, kann keiner was für, außer ihr und dein Auto. Natürlich daraufhin ist hat den Leclerc wieder überholt, aber das Primitivste an dieser Szene fand ich halt eben, Perez, der nicht weit davon entfernt war, hat einfach abgebremst, um eben zu verhindern, dass er an Verstappen vorbeigeht. Ich finde das so unnormal lächerlich. Da ist sogar, ich glaube, Russell wieder durchgeschlüpft bei Perez. Nur, dass er eben Verstappen nicht überholt. Und das zeigt halt schon mal, was für eine Hardcore-interne Stahlorder dazwischen den Fahrern ist. Ich finde das so dumm. Da ein Perez, der genauso da vorne mitfighten hätte können, bremst ab, verliert 3, 4, 5 Sekunden. Und gerade bei Perez, der ja sowieso ein schwaches Wochenende hatte. Aber ja, egal. Gut. Zwei Runden später, Verstappen wieder an Leclerc vorbei, der sich immer noch mit diesen weißen Reifen abfragt. Auch ein komischer Zwischenfall in Runde 46 dann. Ein Ricciardo, der ein bisschen on break war. Der ist, glaube ich, mit was für ein Reifen? Weiß, okay. Der ist mit weiß natürlich auch hier in der Kurve. Ich glaube, da dürfte es auch ein bisschen feuchter gewesen sein. Ist er hier rumgefahren, hat dann den guten Lance Stroll erwischt. 5 Sekunden ist natürlich gerechtfertigt. Hier sehen wir so einen Wheelbang aus der Kurve. Und ja, dann auch noch George Russell an Leclerc vorbei, der dritte Platz. Man entschied sich dann zu wechseln. Man hat dann, kommen wir nochmal zurück. Hamilton ist ein bisschen länger gefahren, genauso wie Carlos Sainz. Man ist dann auf Rot gegangen. Verstappen ist gelb und rot mit vom Start angefahren und man schied sich halt dann bei Leclerc, nachdem Russell auch vorbei war, ihn in die Box zu holen. War ja klar, ich habe auch gesagt, wenn Russell vorbei ist, dann wird man den safe reinholen und auf Rot gehen. Hat man dann auch gemacht, Leclerc auf dem 6. Platz zurückgefallen. Natürlich, das Rennen war durch. Auch Hamilton dann vorbeigegangen an ihm und Hamilton, der glaube ich, ja, den besten Endspurt überhaupt hatte, hat sich dann sogar noch auf dem 2. Platz vorgekämpft, hat sogar noch einen 3 Sekunden von dem 10-Sekunden-Polster zu Verstappen abgeknabbert. Und ich glaube, wenn der erste Stint nicht so unfassbar langsam oder so durchwachsen von Hamilton gewesen wäre, dann glaube ich, hätte der wirklich um den Sieg mitfahren können. Und so waren, glaubte man das auch bei Mercedes. Der Ausfall von Valtteri Bottas in Runde 68 hat dann nochmal ein VSC ausgelöst, aber wie zu erwarten, ich habe so gehofft, dass Safety Car kommt, aber ist keins gekommen. Der Sieger war dann Max Verstappen vor Hamilton und Russell. Es gab dann so eine Mercedes und in der Mitte Red Bull, Startsequenz. Hamiltons Road to Glory hier, die Last 5 Races. Dritter in Kanada, Dritter in Großbritannien, Dritter in Österreich, Zweiter in Frankreich, Zweiter in Ungarn, Zweiter in Belgien und Erster in Zandvoort. Ich bin sehr gespannt. Eins ist fix, die Weltmeisterschaft, denke ich mal, ist gelaufen. 80 Punkte zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen kann, denke ich mal, nicht aufgeholt werden. Das ist leider sehr, sehr traurig, aber Ferraris Strategieabteilung hat anscheinend Nasen gebohrt. Es tut mir echt leid. Wir gucken uns hier das Endresümee an. Verstappen vor Hamilton und Russell, die Top 3. Tolle Leistung, mega gut. Sainz hat da wirklich nochmal alles rausgeholt, weil er von sich aus gesagt hat, ich will Rot. Und das hat man dann auch Gott sei Dank gemacht. War für mich auch die Fehlentscheidung, dass man da Leclerc weiß drauf gegeben hat. Man hat gesehen, wie schlecht das bei Alpine funktioniert hat, wie schlecht das im hinteren Feld funktioniert hat. Man hätte das nicht drauf geben dürfen. Leclerc dann Schadensbegrenzung, aber wahrscheinlich auch die letzten Weltmeister Chancen sind damit zunichte gegangen. Man muss wirklich hoffen auf eine Pannenserie von Verstappen, dass überhaupt noch die zweite Rennhälfte actionreich wird. Alonso, Norrie auf 7, tolle Leistung, ich denke mal auch das Maximum und somit hat man noch den Hauptkonkurrenten Alpine geschlagen. Beide auf 8 und 9, Vettel auf 10, er hat auch gesagt, das Virtual Safety Car hat ihn dann zum Schluss den 9. Platz gekostet. Stroll und Gasly auch toll aus der Boxengasse gestartet, 12. Platz, hat, denke ich mal, wirklich alles aus dem Alpha Tauri rausgeholt, auch strategisch. Guan Yu Zhou, 13. Platz, auch okay. Schumacher, naja, sehr enttäuschend, aber die Haas wirkten generell das komplette Wochenende jetzt nicht so stabil. Ricciardo, ja, wieder mal, Mann. Bro, ich meine natürlich mit der 5-Sekunden-Strafe ist er noch ein bisschen weiter nach unten gerutscht, aber dennoch. Magnussen auf 16,
Aber die Haas, wie gesagt, Albon natürlich mit diesen Startkollisionen, da war eigentlich nicht mehr viel drin. Latifi auch okay Leistung. Ich meine, das Wochenende war am Freitag für ihn, glaube ich, das Highlight. Dann leider mit Verkehr im Qualifying hätte er ja vielleicht sogar ins Q2 geschafft. Yuki Tsunoda, 19. Platz. Ja, der war auch scheiße unterwegs. Aber egal, Valtteri Bottas leider wieder draußen. Hier haben wir dann noch einmal so eine coole Auf- und Ab-Statistik hier. Wir sehen eigentlich Russell, der von Beginn an bis Runde 15 da war, dann ein bisschen weiter unten, dann auch immer wieder Erster war, aber dann irgendwie, ja, ist dann ab so, ab Runde 40 ging es denen, die mit Gelb gestartet sind, etwas anders. Die McLaren sehen auch cool aus, wie oft die unten waren. Ja, der Größte, ich denke mal, man hat die Grafik natürlich raufgeladen, um zu sehen, wie gut sich Max Verstappen dadurch gekämpft hat. Vom Start dann ganz unten und dann zack, 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 dann wieder ganz unten und dann zack, 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 war man dann ganz oben. Ich finde es natürlich schade. Ich meine, es ist natürlich eine gute Leistung von den Red Bulls, aber dass man da wieder Leclercs Rennen zerstört hat. Man muss sich bei Ferrari, denk mal, zusammensetzen, die Strategieabteilung komplett feuern und sich wirklich Leute holen, die das können, weil das ist einfach nur traurig. Also, okay, das war die Auf und Ab für Runde 52 und ich finde das echt scheiße. Aber egal, ich kann noch mehr Schimpfwörter raushauen, das bringt alles nichts. Wie gesagt, wenn ich in Ferraris Lage wäre, würde ich mal die komplette Strategie-Ecke überdenken, würde vielleicht den ein oder anderen Kopf rollen lassen dafür. Und dann wirklich eine Nummer 1 hervorarbeiten. Ich meine, man sieht, Leclerc war über die komplette Season in den Qualifyings unnormal schneller. Die meisten Rennen war er viel besser. Und Leclerc ist auch in der Weltmeisterschaft auf dem 2. Platz. Und ich denke mal, gerade ab Saisonmitte muss man sich für einen Fahrer entscheiden, für eine Nummer 1 entscheiden und dann eben für einen Wasserträger. Auch wenn Sainz das nicht einsehen will, aber er hat die erste Saisonhälfte verkackt. Er ist in Großbritannien gefühlt erst aufgewacht und das war einfach zu spät. Ich meine, Ferrari, sorry, aber ihr habt doch ein paar Titel geholt in der Vergangenheit, dass man sagen kann, dass ihr was drauf habt. Aber egal, was denkt ihr? Ich denke mal, die 80 Punkte sind einfach zu groß. So einen großen Unterschied gab es noch schon lange nicht mehr. Und vor allem gab es das auch nicht, dass derjenige dann nicht Weltmeister geworden ist. Hier haben wir den WM-Stand und das sind die 80 Punkte. Und man, sogar Mercedes ist jetzt schon nur noch 20 Punkte hinter Leclerc. Also das wird echt schon öher. Noch ein Ausfall und das sind dann 4 Rennen vor Schluss, könnte Verstappen schon Weltmeister. Also jetzt sind schon 3 Rennen vor Schluss, könnte er schon Weltmeister werden. Er könnte schon 3 Rennen aussetzen und das ist echt sehr, sehr blöd. Ja, aber dahinter ergibt sich echt ein sehr knappes Leaderboard. Also wir haben nur 5 Punkte zwischen Leclerc und Perez. Auch da wiederum nur 15 Punkte zwischen Perez und Russell. Da nur 2 Punkte dazwischen und Hamilton ist auch nur 10 Punkte oder keine Ahnung, 20 Punkte, 30 Punkte, 32 Punkte von Leclerc weg. Und ich meine, das ist der Mercedes. Selbst Mercedes hat Ferrari geschlagen. Das darf nicht passieren. Konstrukteurs-WM, denke ich mal, ist schon gelaufen. Also zwischen Ferrari und Mercedes ist da noch nichts gelaufen. 30 Punkte sind schnell eingefahren. Nochmal so ein Wochenende für Ferrari. Die haben heute wieder Punkte, gestern wieder Punkte verloren. Und das ist schnell da drin. Wirklich. Das tut mir da echt sehr, sehr leid für die. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Das war ein sehr spannendes, taktisches, aber auch interessantes Rennen. Und leider sehr, sehr bitter für Ferrari wieder mal. Abonniert den Channel gern. Morgen sehen wir uns bei MyTeam und ciao.